Ich weiß nicht, ob der schwarze Drache sich wirklich hier fortlocken lässt. Haben wir eine bessere Idee? Vor allen Dingen Außer dem wissen Buch? wir nicht, ob wir nicht ihm vielleicht in die Karten spielen, wenn wir uns den Nekromantenkreis in Wahrung vornehmen. Sie scheinen gewisse Differenzen zu haben. Eine Sache, die wir gelernt haben jetzt in all den Jahren Kampf, ist, unsere Feinde sind nicht vereint untereinander und sie lieben es, gegeneinander zu kämpfen. So auch der Drache, der scheinbar gegen andere Diener der Grabschänderin kämpft. Wahrlich gegen nun den Rest der Untoten vorzugehen, könnte dem Drachen gerne in die Hände spielen. Luthisander tippt nochmal auf die Wahrung-Karte bzw. die Position mit dem kleinen Fähnchen. Nun, aber nichtsdestotrotz, der aktuelle Schwerpunkt darf nicht ein Nekromantenrat sein und dessen Vorhaben, sondern vor allem müssen wir Rastasso hier wegbringen. Und das schaffen wir nur, wenn wir ihm etwas nehmen, was ihm wichtig ist. Und das muss diese Albtraumpyramide sein, denn sonst gibt es hier auf Dere wenig. Oder fällt euch etwas anderes ein? Vielleicht ist in der Albtraumpyramide irgendetwas drin. Davon gehen unsere Geweihten zumindest aus. Was vermuten Sie dort? Etwas, das noch böser ist. Etwas, das er nicht bewacht, aber vielleicht ein Teil seines wahren Namens. Sagt ihr denn nicht, dass wir den brauchen, Isarun? Ja, den brauchen wir. Ja. Und dann Aber müssen wir den da braucht hin. ja eigentlich jeder. Wo ist das denn? Ganz weit nach da. Mendarion, stell dir den dunkelsten Ort vor, den du kennst. Ich glaube, wir stehen dort. Dann stell dir diesen dunklen Ort jetzt mit ganz, ganz vielen wandelnden Untoten vor. Also wie hier? Nur in doppelt so viel. Untot. Genau. Da ungefähr. Ich verstehe zumindest als Heerführerin nicht viel davon. Galotta sprach am Hofe sehr wenig von solchen magischen Belangen, zumindest mit mir, aber es scheint wohl den Fexgeweihten nach sehr wichtig zu sein und sollte genügen, um ihn hier aus Wehrheim vorzulocken, sodass wir einen Schwark sowohl gegen Wahrung äußern können, ihn dorthin locken und dann Wehrheim nehmen. Ihr wart am Hof von Galotta, richtig? Korrekt. Hatte er so etwas wie eine Art Kronschatz oder gewisse Sachen, die Galotta selbst besonders wichtig waren, von denen jetzt vielleicht der Drache etwas erbeutet haben könnte, was er dort verwahrt? Hatte eine große Artefaktkammer. Dort war viel gelagert. Unter anderem auch von Borborat. Boltax, nein, es ist eigentlich nicht möglich, dass der schwarze Drache etwas davon hat, denn was von Galottas Thronkammer oder Schatzkammer übrig ist, das liegt in der Dämonenbrache vor Gareth. Vor allem war Galotta auch sehr eigensinnig. Wie habt ihr euch vorgestellt, aus Wahrung wieder zu entkommen, wenn ihr nun ja es geschleift habt? Schliffen. Dazu gibt es noch keinen Plan. Aber nun, Märtyrer tot. Selbst so etwas muss es geben. Und ich bin bereit dazu. Auch zu bedenken ist natürlich, dass Xera und seine Truppen auch nicht fern von dort sind. Ach, Xeran, der wird auf seiner goldenen Pyramide sitzen bleiben. Den müssen wir auch noch töten. Also Egal. richtig. Wie hattet ihr euch das eigentlich mit dem Angriff auf Wahrung vorgestellt? Dass das gesamte Heer dorthin rückt oder es sich teilt? Denn ihr wollt ja zeitnah Wehrheim zurückerobern. Und wie gesagt, es liegt ein hübsches Stückchen Strecke dazwischen. Nun, der Großteil der Armee oder der Großteil wird hier bleiben. Wir planen mit einem kleinen Entsatz in die Schwarzen Lande vorzudringen und dort dann für reichlich Chaos zu sorgen. Aber bezüglich Xeran würde ich mir aktuell keine Sorgen machen. Sven greift damit unter die Aventurienkarte und holt einen Brief hervor.
Ihr erkennt sowohl die Handschrift als auch das Papier. Afax. Laut den Berichten von Helmer Hafax soll wohl ein Vorstoß gewagt werden. Er bietet mir Truppen an. Euch auch. Mir auch. Habt ihr ebenso ein Schreiben bekommen? Kam richtig gut an in Gareth. Top. Kann ich nur empfehlen. Ja, die Leute dort waren nicht sehr begeistert. Ja, Lara hat das nicht so gefallen. Beabsichtigt ihr, dieses Angebot anzunehmen? Selbstverständlich nicht. Ich kenne zwar Helmer Hafax von früher noch und er ist ein sehr ehrbarer Mann, aber nachdem er sich Borbord angeschlossen hat, möchte ich nichts mehr mit ihm zu tun haben und auch ich distanziere mich aufs Schärfste von ihm. Ebenso von Galotta, den ich ebenso aus dem Hof kenne. Also, die Zeiten haben sich verändert. Jetzt, wo Harl einiges am Hofe verändert hat. Das lasse ich allerdings nicht Brennern. Brenn war ein starker und fähiger Herrscher. Also wollt ihr denn in dieses Warung und dort den wahren Namen erfahren? Genau, Lutisana bot sich als Führerin an, denn Lutisana versteht sich auf den Kampf in den Schwarzen Landen. Hm. Wenn sie dort ihr Leben verliert, wir werden sie auf alle Fälle und ihren Namen in Ehre tragen. Plant ihr den schwarzen Drachen in Wahrung zu konfrontieren? Wir planen ihn vor allem hervorzulocken. Wir wollen hinter sein Geheimnis in der Albtraumpyramide dringen, ihn aus Werheim locken und vor allem erstmal Werheim nehmen, damit wir hier von Werheim aus weiter agieren können. Vor allem damit sich diese Globule nicht in Richtung Süden nach Gareth ausbreitet und die Hauptstadt des Mittelreiches doch wieder verloren wird. Was ich nicht ganz verstehe, wenn es ein Selbstmordkommando werden soll, wem wollt ihr dann dieses Wissen mitteilen? Wenn wir einen Fexgeweihten mitschicken, es gibt Mittel und Wege für Fexgeweihte. Fexarius nickt dann einmal dir zu, sehr aufmerksam, den Elsternflug. Elstern sind sehr gut darin, an die Orte zu gelangen, an die sie nicht sollen. Zudem haben wir einen Spähagenten, der seit vielen Jahren in Wahrung für die Fexkirche späht. Ihr setzt sehr viel Hoffnung in Optionen und Möglichkeiten. Was ist, wenn ihr scheitert? Für den Fall, dass wir scheitern, brauchen wir Eiler. Eiler von Schattengrund. Und die Posaunen von Perikum. Wie wollt ihr den Todeswall überwinden? Dafür brauchen wir Lutisana. Wie gesagt, das ist ein gefährlicher Plan, aber wir sind bereit, ihn zu gehen. Was führt euch derweil nach Tapazien? Und wir wollen auch den Drachen fortlocken, loswerden. Auf die eine oder andere Weise. Zunächst sind wir hier, um mit 6 Helden die Lage auszuspähen. Ist er da so schwer? Der Wind hat mir gesagt, dass er stark. Ja, genau. Wir wollen herausfinden, was der Drache vorhat, wo die Truppen des Feindes sind und einen Plan schmieden, wie man am besten gegen all das hier vorgehen kann. Wachstellen aufdrücken und die Gefahr durch die Globule eindämmen. Ich hörte von einer Blutkerbe, die hier irgendwo sein soll, eine Verletzung Sumus Leib selbst. Würde ich gerne heilen. Und davon hörten wir auch, sie soll irgendwo an der Gernard liegen. Genaues wissen wir nicht. Habt ihr herausgefunden, was der Grund dieser Globule ist? Die Globule um Werheim? Genau. Wir wissen auf alle Fälle, dass Rassasor in ihr genesen kann und sich das Fleisch von dem schwarzen Drachen zurückbildet. Es sieht wohl so aus, als ob er weniger untot wird. Aha, also eine Art Kokon. Ich weiß nicht, was das ist, aber egal. Habt ihr diese Globule vermessen können? Ja, das haben wir gemacht. Sie misst wohl grob in Richtung bis Neuzoll runter. Nicht ganz kugelförmig, aber sie reicht auf alle Fälle ein großes Stück in Richtung, ich glaube, bis Berla. Und das Zentrum ist Werheim? Oder korrekt. Nicht ganz? Korrekt. Es war auch schon ausgebreitet und besser in Richtung Greifenfurt, aber da hat Vexarius mit seinem Mann
Und mit Angroschmin, ja, haben wir eine ganze Menge erreicht. Ja, das ist gut zu hören, das ist gut zu hören. Ach, Angroschminia kennt ihr ja auch noch, ne? Ja. Das Geschütz? Was? Das Geschütz? Ja, ich weiß nicht. Die Baronin! Angroschminia von Dreimür! Natürlich! Ihr habt sie getroffen, Isarun, das ist aber sehr unfreundlich. Mensch, Isarun, ich dachte, meine Witze sind schlecht. Also Geschütz. Ja, Angroschna vergisst man doch nicht, vor allem wenn sie eine Angroschgeweihte ist. Oh, und so hübsch, also wirklich. Geschütz, tut mir leid. Ich weiß ja nicht, nach was so etwas benannt wird. Egal. Jedenfalls geht es ihr gut, das ist doch schön. Wo ist sie? Draußen bei den Skorpionen. Gut, gut. Wie gesagt, wir haben die Globule vor allem in Richtung Greifenfurt, also nach Westen raus und nach Süden raus haben wir sie, nach Norden raus haben wir sie etwas zurückdrängen können. Wir wissen aber alle, drang sie noch nicht ganz, aber kurz davor. Und da wir aktuell nicht wirklich über die Derge rüberkommen, können wir den Kampf dort nicht weiter aufnehmen, aber da haben wir auch keine Mann. Ich habe gehört, da haben sie weitere Drachen. Ah, verdammt. Nun ja, Tatze, Würmer, mit Reitern. Wie dem auch sei, dies sind die Erkenntnisse, die wir euch bringen können. In Richtung Norden aus, nach Weiden, haben wir die Paktierer des Rastlosen getötet und auch Greifenfurt ist wieder sicher. Dem Roten Mond sei Dank. Wenn ihr uns das sagen könnt, wann wollt ihr mit diesem Angriff starten? So bald wie möglich. Wir müssen uns mit einigen fähigen Mann und Frauen in Richtung der Partien durchschlagen. Der Weg über die Gernat sollte nicht allzu schwierig sein. Ich meine, das ist nicht die Dergel, aber von hier aus können wir dann nach und nach vorrücken. Wenn es gegen den Drachen hilft, kommen wir gerne mit. Vor allem brauchen wir Freiwillige. Wenn Eiler von Schattengrund nicht gefunden wird und wir die Posaunen von Perikum nicht bekommen, dann wird das ein Alvarans Kommando. Ist sie die Einzige, die die Posaunen bereitstellen könnte? Oder würde vielleicht auch, ich weiß nicht, der Graf von Perikum irgendwie helfen? Wir brauchen dafür Eiler. Ah, dachte ich mir schon. Wann wollt ihr denn jetzt aufbrechen? Jetzt heute noch? Morgen? In wenigen Tagen. Und ihr wollt dann erstmal bis zu dem Wall hinlatschen. Sehe ich das richtig? Korrekt. An Altzoll vorbei. Wir haben wohl gehört, dass die Paktierer der Herren der Albträume sitzt dort wohl mit ihrem schwarzen Paladin, dem ehemaligen Anführer der Golgariten. Entschuldigung, aber wo zum Herrgott ist denn bitte nochmal Altzoll? Altzoll liegt auf der anderen Seite des Todeswalds oder der Trollmauer. Ah, okay. Dankeschön. Und hinter Altzoll beginnt dann das tote Land von Barok. Wie gesagt, dort vordringen in die Albtraumpyramide und vielleicht etwas finden, das uns gegen Hassasso hilft. Und da wollt ihr jetzt zu Fuß hingehen? Oder wollt ihr reiten? Nur so wie ich das verstanden habe, sind es vor allem Fexgeweihte, die dorthin wollen, die sich eben unauffällig bewegen können, richtig? Zumindest zwei Fexgeweihte, ja. Die anderen brauchen wir hier, um die Globule weiter in Schach zu halten. Es müssen, wie gesagt, wenige sein, da wir nicht entdeckt werden wollen. Sollten größere Armeen auf uns aufmerksam werden, dann können wir einen Kampf nicht führen ohne Vorräte, ohne Logistik, ohne Truppen, die nachgezogen werden. Wir brauchen also einen Eingreifstrupp aus freiwilligen Helden, die diesen Schlag führen. Und Eiler. Ich schaue Isarun mal unbehaglich an. Ihr wollt mir jetzt aber nicht sagen, dass ihr dabei an uns gedacht hattet, oder? Wir sind freiwillige Helden. Wir haben nicht an euch gedacht. Schön, dass ihr hier seid, aber... Albrax, was meinst du denn? Sollen wir da mit oder nicht? Wenn es wieder schaffen kann, dann wohl eher. Ich weiß nicht, wie heimlich du bist, Baldax, aber... willst du ja auch nicht über die blutige See, oder? Nein. Kann ich schon verstehen.
Oh, ich werde dir das jetzt als werde dir das jetzt nicht befehlen, keine Sorge. Ja, aber ich habe gefragt, was du für das Richtige hältst. Also ein Ratschlag, kein Befehl. Wird ja selbst mitgehen. Bierfass nehmen und dann Arm klemmen und dann selbst, aber ich muss Angbar wieder aufbauen. Muss Garrett wieder aufbauen. Eisinger kommt ohne mich nicht weiter. Ja, aber habe ich schon gemerkt. Vielleicht sollten wir das unter uns besprechen. Gebt uns eine Nacht. Ihr könnt auch drei haben. Oder drei. Ihr seid willkommen in unserem Heerlager. Es mag nördlich der Dergel sicherlich einer der sichereren Orte sein. Hab Dank. Ihr könnt natürlich auch weiter aufbrechen. Die Brücke über die Gernat ist aber zerstört. Oh, das Stück schwimmbar. Im Norden von hier liegt Auralet. Auch dort gibt es einen einsamen Hauptmann, der versucht, die ganze Position zu halten, aber nicht einmal gegen seine eigenen Bandstrahler kann die Burg halten. Ah ja, stimmt ja. Da wo Jalan mit dabei ist. Nun ja. Verengt Lutisana mal die Augen. Reifenmund lebt also. Mit den Haufen verrückter Bandstrahler seht, die euch umbringen wollen. Da ist er vielleicht dabei. Also ich würde die nicht suchen, wenn ich ihr wäre, aber hey, wer bin ich euch aufzuhalten? Wenn ich noch eine Frage stellen dürfte. Wieso habt ihr die Hauptfrau dabei, wenn ihr doch denjenigen, die Borbarat gefolgt sind, misstraut? Weil sie ebenso unter dem Verrat von Nemrod litt wie ich. Lutisana ist ehemalige Agentin der KGA und hat sich auf den Befehl von Nemrod ihm angeschlossen. Schockierend. Verstehe. Er versprach ihr Rehabilitation, wenn dies zu Ende ist, und er hoffte sich, dass sie einige Schwächen in der Verteidigungsstrategie von Borbarat fand. Und als Borbarat fiel, einige Schwächen in der Verteidigung von Golotha. Aber er hat sie nie zurückgeholt. Aber haben eure Informationen denn irgendetwas bewirkt? Nun, damit spricht Lutisana wieder, stiert mit ihrem einzigen verbliebenen Auge kalt Abelmir und Iserun an. Ich habe zumindest Morenas rausgeholt. Als er in einem Turm verbrennen sollte. Morenas und Greifenmund. Gut, das ist doch sehr erfolgreich und gut für uns. Ich habe meine Tarnung aufliegen lassen. Das Leben von Morenas. Wurde zurückgebracht. Und nachdem sie mich dort nicht halten konnten, weil in der Burg Kleinwartstein die Ronrianer saßen und in Pereine Furten die Weile des Lichts, wurde ich zurück in die Kerker von Garrett gebracht, wo ich ein Jahr saß, bis Leoma mich hinausholte. Ich will euch nichts sagen, aber ich befürchte, das ist ein Fall von zu wenig und zu spät. Das ist ein Fall von Dexter Nimrod, der uns mal wieder verraten hat. Ja gut, dann müsst ihr mit dem Mann selber klären. Ich meine, das ist schwierig, weil der saut, aber... Zu dem Zeitpunkt, als ihr in Garen Keller saß, ja, da war nicht mehr von viel von ihm übrig. Also da hätte er jetzt wenig machen können. Ja. Wie dem auch sei. Alte Answin nickt traurig. Das ist der Grund, warum ich sie aufnahm. Also keiner sonst sie haben mag. Sie ist ebenso verstoßen wie ich. Gut, wir werden uns nun zur Beratung zurückziehen, wenn ihr nichts dagegen habt. Tut euch gütig an den Vorräten, die wir zu bieten haben. Wir haben einiges aus dem Sveltal mitgenommen. Soll euch gehören. Wenn ihr Schmiede braucht oder Lederarbeiten, sagt Bescheid. Ich stelle euch Jeroban zur Verfügung. Er ist, glaube ich, der Anführer, zumindest der Oberst, der das Ganze hier verwaltet, solange Mabo Heberle über die Gernat drüber sitzt.
Und wenn ihr sonst etwas braucht, dann sprecht mit Vexarius. Dankeschön. Verstanden. Ja, ich verbeug mich leicht und würde mich dann aus dem Zelt hinausbegeben. Ich würde mich einfach umdrehen und gehen. Ja, wenn ihr nach draußen tretet, könnt ihr wieder das Wummern hören, die Spalten, die vor euch liegen, die glimmen und glühen, das schwarze, lichtlose Feuer, was vor Werheim oder Inferno liegt, und immer mal wieder das Knacken von Knochen in einer Seelenmühle. Das ist ja ein furchtbarer Ort, um ein Heerlager aufzuschlagen. Ich krieg jetzt schon Kopfschmerzen. Kann man hier nur leben und schlafen und arbeiten? Nun, es gibt nicht viel Auswahl. Ich denke auch, das ist ein ganz klarer Fall davon. Wir sollten uns jetzt aber erstmal privat zurückziehen. Ja, ich werde etwas Bier organisieren. Es gibt viel, worüber man. Schaut auch noch rein. Ja. So, kommt doch am besten mit. Ich weiß ja nicht, welchen ihr gerne trinkt. Aber wenn ihr jetzt wieder eine Stunde weglauft, dann sollt ihr nichts zu essen beschaffen. Nein, ich wollte Bier beschaffen, kein Essen. Ich meine, rede mit dem Elf, nicht mit dem Zwerg. Ach so. Und das Jagdfeld wächst nicht auf Bäumen. Okay, der Mann wurde wegen Vergiftung verurteilt. Besorgt uns was zu essen. Ist ein guter Plan. Habt ihr nicht Unrecht. Also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns ein Reh besorgen könntet. Oder sonst irgendwas aus der Kategorie. Zumindest sollten wir sicher gehen, dass wir uns aus den gleichen Vorräten bedienen, die auch die Truppen hier bekommen. Ich suche mit den Schultern marschiert aus. Wir müssen uns bei dem Bier doch keine Sorgen machen. Ihr habt Albrex doch gehört. Er hat das Bier mitgebracht. Er ist dafür verantwortlich, dass das Bier nicht ausgeht. Das war zwar ein Witz, aber es ist auch ernst gemeint. Ja, nach einer Stunde könnt ihr vor einem großen Zelt sitzen. Über euch, neben euch die Vorräte. Ja, ihr habt da auf alle Fälle dann frisches Wild, was dann aus verschiedenen Wäldern herbeigeholt worden ist, dann frisch zubereitet ist. Ihr habt Bier neben euch und natürlich auch etwas an Wein, eine kleine Karaffe zumindest, die dann wohl im Norden dann auch gelesen worden ist. Aber ihr habt auf alle Fälle alles bekommen, was ihr mögt. Zusätzlich ein kleines Zelt zum Besprechen. Wenn ihr mögt, auch Feldbetten, die euch da aufgebaut worden sind, damit ihr dann unter euch seid. Und ja, so steht ihr nach einer Stunde dann in diesem Zelt oder vor diesem Zelt und könntet euch beratschlagen. Ja, ich nehme Isarun einmal mit ins Zelt. Isarun, das Halsband? Ja, natürlich. Ich schaue mich noch einmal um, ob da auch der Offizier, der uns zugewiesen wurde, nicht gerade ins Zelt linst und würde dann das Pendel herausholen. Nachdem der euch dann Vorräte und Zelt gewiesen hat, wird Jeroban dann auch auf Rufreichweite verschwinden. Also wenn ihr irgendwas wollt, dann werdet ihr den sicherlich finden, aber das ist jetzt niemand, der euch die ganze Zeit hinterher spioniert. Dafür ist als Oberst dann noch nicht, hat er gar keine Lust drauf, er ist kein Spion. Das Pendel zeigt in Richtung Osten immer noch. Nicht auf das Zelt von Answin, sondern über die Gernat hinüber. Position hat sich nicht verändert. Echt gut zu wissen. Ja, aber trotzdem mysteriös. Die ganze Mission hat noch nicht beendet. Nein, offensichtlich nicht. Worüber spricht ihr? Über das Geheimnis. Welches? Ihr habt davon so viele. Eines davon. Das mit dem Schmuckstück. Oh. Ist das gerade wichtig? Ja, war es, aber jetzt nicht mehr. Was haltet ihr von diesem Plan, nach Wahrung vorzudringen? Ganz furchtbar. Das ist reiner Selbstmord, aber bitte. Sag doch, dass wir diesen wahren Namen brauchen. Für die Kugel. Aber ich bezweifle sehr, sehr stark, dass der wahre Name, dass dieser wahre Name sich in diesem Wahrung beschaffen lässt. Nun, sie vermuten es. Und ich denke nicht, dass der Drache sich von Werheim fortlocken lässt, nicht wenn er versucht, hier seine Wiederbelebung zu erlangen. Und der Hochkönig? Wenn wir da den Namen herausfinden können, dann können wir ihn ja anders bekämpfen. Der Hochkönig hat es gesagt, er würde selbst gehen, wenn er nicht so vielfältige Aufgaben hätte. Und er schien mir ein netter Mensch, Zwerg zu sein. Er ist ein sehr netter Zwerg und kompetent und eigentlich alles, was man sich von einem Zwerg nur wünschen kann. Nun, wenn er das sagt, dann muss es doch wohl eine gute Idee sein. Oder zumindest das, eine, über die wir nachdenken sollten.
Problem an der Sache ist, wenn A, glaube ich nicht, dass der schwarze Drache irgendwas zurücklassen würde, was ihm so schaden würde, weil warum sollte er? Er hat keinen Grund, irgendwas zurückzulassen, was auf seinen wahren Namen hindeutet. Warum sollte er das tun? Vielleicht, weil er es nicht bewegen kann. Was sollte es sein? Er ist ein riesiger, untoter Kaiserdrache. Ja, aber es gibt Dinge, die kann man nicht bewegen. Vielleicht wird ihm wie Pyrodrakon seine Überheblichkeit zum Verhängnis. Und zweitens könnte der jederzeit hier reinmarschieren und alle umbringen. Ray macht's doch nicht, also muss es ihm egal sein. Es ist ihm in der Tat egal, alles was ihn interessiert ist das, was er in Wehrheim zu erreichen versucht. Und ich denke, alle anderen Lande hier werden von seinen Gegnern eher gehalten als von ihm. Zumindest tut er nichts aktiv für diese Lande. Es geht ihm, glaube ich, wirklich nur um das Ding in Wehrheim. Und ich glaube nicht, er lässt sich da weglocken. Und der Weg nach Wehrheim ist nun einzigartig. Ich denke nicht, dass irgendjemand zurückkehren wird. Wehrheim oder Wahrung? Wahrung. Nun, es ist immer wichtig zu wissen, wovon man spricht. Ich denke Folgendes. Ich denke, wir sollten mitgehen. Nein. Ja, da bin ich ausnahmsweise mit dem Zwerg, mit dem Elf. Jetzt bin ich selbst schon durcheinander, weil ihr mich durcheinander gebracht habt. Danke auch. Diese Thematik ist wirklich sehr zermürbend. Und da bin ich mit dem Elf ausnahmsweise einer Meinung. Zumindest sollten wir anteilig mit ihnen gehen und ihnen helfen, diese Posaunen zu finden. Oder Ayla. Grund, die über diese Posaunen gebietet oder wie dem auch ist. Denn ja, und das könnte ich mir auch Teil vorstellen. Des Weges begleiten. Richtig. Es ist tatsächlich keine schlechte Idee, die Eiler von Schattengrund zu finden und nun das, was wir suchen, zu finden. Außerdem können wir so den Rest von den verdorbenen Landen hier uns anschauen und dann den Süden Richtung Romilis wieder zurückgehen. Ja. Was machen diese Posaunen denn?